Versteckst du dich immer noch vor der Welt? Oder würdest du dir gerne noch so viel mehr die Erlaubnis geben, gesehen zu werden, gehört zu werden als das, was du bist? Und zwar nicht mehr mit diesem Stress, perfekt sein zu müssen und sicher zu gehen, oh, sage ich das Richtige, sage ich es auf die richtige Weise, schreibe ich es auch auf, keine Ahnung, Plattformen, Social-Media-Plattformen oder Webseiten. Oder E-Mail, schreibe ich es richtig gut und ist die Form richtig, so wie ich es rüberbringe? Diese ständigen Bewertungen, wenn man irgendwas mit anderen Menschen zu tun hat, ob das jetzt mit Worten, die Kommunikation mit Worten ist oder schriftliche Kommunikation oder wie man sich verhält, wo man ständig überlegt, war das jetzt gut genug, in die Vergangenheit zurückgeht und sich überlegt, in dieser Situation, hätte ich es anders sagen sollen, habe ich es Richtige gemacht? So viel Zeit und Energie geht verloren mit diesen Überlegungen. Was ist darüber hinaus möglich, wenn du dir erlaubst, schamlos du zu sein und zwar einfach wie du bist und dich zu genießen, egal wer in deiner Gegenwart ist? Und sogar zu entdecken, was für eine Kreativität in dir steckt, wenn du dich nicht mehr bewertest, was da alles raussprudeln kann aus dir an Möglichkeiten, an Kreationen, die von dir verwirklicht werden wollen. Ich freue mich riesig auf einen neuen Kurs mit der pragmatischen Psychologie und zwar, der heißt Schamlos Du Sein. Und zwar ist es ein Kurs, wo es um den Ausdruck geht, um dir wirklich die Erlaubnis zu geben, du zu sein in der Welt und zwar wie du dich ausdrückst und die Kreativität rauszulocken, die Kreationen, die von dir verwirklicht werden wollen, rauszulocken. Und zwar ist es ein Kurs, wo wir auch mit Übungen machen werden und wo du einfach entdecken kannst, was steckt alles in dir? Was wolltest du immer schon der Welt sagen? Was ist da alles noch möglich? Ich freue mich riesig. Das ist eine neue Kreation. Und 2 Tage, du kannst live dabei sein in Oberösterreich oder auch online. Wenn du Fragen hast, melde dich. Ich freue mich riesig. Und die Welt freut sich auf dich.